Patrick, du bist in diesem Sommer von Schalke 2 zu SVE gewechselt, hast vorher die Ausbildung in den Jugendmannschaften des Bundesligisten genossen. Inwieweit hat die Knappenschmiede dich denn auf die neue Station hier vorbereitet? Ja, ich denke, die Knappenschmiede hat ja in ganz Deutschland einen super Ruf, ne? Nicht ohne Grund. Und ich denke, fußballerisch, sowohl taktisch als auch körperlich, haben die mich da sehr gut auf den Seniorenbereich und jetzt hier in Elversberg drauf vorbereitet, ja. Du bist mehrmals Westfalen-Pokalsieger und deutscher Meister mit der U19 geworden. Was hast du in dieser Zeit genau an fußballerischem Handwerk erlernt? Also zu der Zeit, wo wir deutscher Meister wurden, hatte ich leider einen Kreuzbandriss und konnte in dem Jahr nicht spielen. Aber in den Jahren davor habe ich in der Regel auch immer gespielt. Und ja, ist natürlich immer schön, Erfolge zu haben und Meisterschaften zu gewinnen bzw. Pokale zu gewinnen. Wenn du jetzt so kurz deine Stärken skizzieren müsstest, wo würdest du sie sehen? Ganz klar im Zweikampf. Also ich bin eher ein defensiver Sechser, ein zweikampfstarker Sechser und ja, da sehe ich meine Stärken. Elversberg, ein neuer Verein, neues Umfeld, neue Mitspieler, neue Gesichter. Inwieweit hast du dich denn schon hier einleben können? Ja, es geht super schnell. Also die Mannschaft ist echt, alle sind sympathisch, alle sind offen und kommen auf einen zu. Und da ist das ganz leicht, sich hier zu integrieren. Geboren bist du in Polen, genauer gesagt in Rosenberg. Berichte uns doch mal aus deiner Kindheit und deiner Beziehung zu deinem Geburtsland. Ja, also ich habe bis zu meinem 4. Lebensjahr in Polen auch gelebt. Wegen der Arbeit von meinem Papa sind wir dann nach Deutschland gezogen und sind aber regelmäßig noch in Polen, weshalb ich auch Verwandte in Polen habe und ja auch noch einen Bezug zu Polen habe. Wurde dir der Fußball aus familiärer Sicht irgendwie in die Wiege gelegt? Ja, mein Papa hat in der Jugend, auch bis er 17 war, höherklassig Fußball gespielt. Dann hat er sich schwerer verletzt und ja, aber ich war seit dem ersten Tag lief ich hinter dem Ball her, soweit ich laufen konnte. Was man so von außen sehen kann, ist das Niveau in der Mannschaft schon sehr hoch. Der Konkurrenzkampf ist hoch. Wie versuchst du als junger Spieler damit umzugehen? Ja, ich denke, ich mache mir keinen Stress und hoffe einfach, dass ich am Ende mein Bestes gebe und so viel Spielzeiten bekomme wie möglich. Wie blickst du jetzt auf die Vorbereitung bisher zurück und was hat dich so bisher überzeugt an Aspekten? Wir arbeiten sehr konzentriert und sehr intensiv und deswegen glaube ich auch, dass wir am ersten Spieltag auch alle bei 100% sein werden und sowohl taktisch als auch körperlich auf Top-Niveau sein werden und ja, von Anfang an auch Gas geben können. Steht eine schwierige Regionalliga-Saison bevor mit einigen starken Teams. Konntest du dir bereits so einen ersten Überblick über die Mannschaften verschaffen? Ja, ich komme ja eigentlich aus der Regionalliga West, aber ich habe natürlich schon gesehen, dass es hier jetzt auch mit dem Aufsteiger Homburg oder Saarbrücken, ja, Elversberg gehört natürlich auch zu den Top-Teams, schon echt Traditionsvereine gibt, die auch natürlich alle aufsteigen wollen. Wie würde sich der Mensch Patrick Dragon selbst beschreiben? Ja, ich denke, ich bin ein lebensfroher Mensch, lache viel, mit mir kann man Spaß haben. Und gebe auf dem Platz immer 100%. Patrick, begrüße doch mal unsere Fans auf Polnisch. Cześć. Wie oft gehst du zum Friseur? Alle 2 Monate mal. Dein Lieblingsessen? Pizza. Ein normaler Tagesablauf bei Patrick Dragon sieht folgendermaßen aus. Ich stehe morgens auf, frühstücke, gehe zum Training und suche zurzeit eine Wohnung. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Ich habe da keine Rituale. Ich stehe morgens auf, frühstücke und kommt drauf an, ob morgens oder nachmittags das Spiel ist. Esse ich vorher nochmal und dann, ja, fahre ich zum Spiel. Die SVE oder der SVE? Die SVE. Regenpartie oder Sonnenkick? Regenpartie. Dein Vorbild? Hövedes. Über wen könntest du immer lachen? Mbolo. Was mich richtig auf die Palme bringt? Wenn ich verliere. Du stehst im Spielertunnel, ihr lauft gleich ein, was machst du? Mich nochmal konzentrieren, auf die Sache fokussieren und rausgehen.